Love, Peace and Happiness. Einen wunderschönen Mittwoch. Ja, Mittwochmorgen haben wir. Wünsche ich euch allen. Ja, und was geht denn hier ab? Das geilste Schauspiel geht weiter. Es ist so herrlich. Es ist wirklich herrlich. Man kann nur noch feiern. Und da kommen wir auf jeden Fall heute auch nochmal zu. Und als erstes habe ich aber Hamburg. Hamburg auf jeden Fall immer mit drin, weil da wurde am Samstag das modernste Kohlekraftwerk, was wir überhaupt irgendwie hatten, einfach mal in die Luft gejagt. Tja, das haben die erfolgreich dann kaputt gemacht. Und das ist wirklich zum Schießen. Ja, ich bin ja gebürtiger Hamburger, ich bin da geboren, ich bin aufgewachsen da. Es ist eigentlich meine Stadt, ich liebe sie auch. Bin da auch immer wieder gerne, solange ich da nicht wohnen muss. Nein, viel zu stressig, viel zu hektisch, das Programm, viel zu laut, muss ich mir nicht geben. Also allgemein, wo steht oder so. Ich mag es dann doch eher ländlich und ein bisschen ruhiger. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall haben sie da in Moorburg das Ding weggejagt. Damals ein Riesenpompom, das Ding da hingebaut. Das ist auch noch keine, das ist noch gar nicht so alt. 10 Jahre oder irgendwie sowas. Wenn überhaupt, ich weiß das nicht genau. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Aber so alt ist dieses Ding einfach definitiv nicht. Und das haben die damals gefeiert ohne Ende. Und jetzt haben sie es in die Luft gejagt. Weil da soll ja was ganz, ganz Neues und ganz Geiles entstehen. Ein Wasserkraftwerk, Wasserstoffkraftwerk. Ne? Ja, genau. Das soll da entstehen. Großes Thema erneuerbare Energie und habt ihr nicht gesehen. Aber der Wahnsinn geht ja weiter. So. Da halt aus diesem Wasserstoff Strom zu erzeugen, ist halt noch sehr teuer, der ganze Spaß. Und jetzt kommt der Oberknaller. Der Strom, den das Kraftwerk dann da braucht, um den Wasserstoff herzustellen, soll aus erneuerbarer Energie entstehen. Also sprich aus Solar und Wind. Warte mal. Lass mich jetzt mal ganz kurz überlegen, haben die nicht gerade irgendwie diesen Monat seit 2 Wochen oder sowas ein massives Problem, was Sonne und Windenergie angeht, weil irgendwie keine Sonne da ist und kein Wind? Wie soll das denn funktionieren, liebe Grünen, liebe Hamburger? Ja, das ist ja eine rot-grüne Regierung schon seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren. Ich weiß nicht, wie die Hamburger immer auf die Idee kommen, den Scheiß da zu wählen. Aber sollen sie machen. Und dieses neue Kraftwerk soll ja Hamburg versorgen und die Industrie. Jetzt überlegt mal selber. War das so schlau? Ich weiß nicht. Ich kann mir das irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen. So, ich mache ja auch in Solar. So, das ist ja mein Job. Und wir sagen den Kunden immer, da sind wir ehrlich, im Winter oder im Herbst und Winter bringt das nicht ganz so viel. Da muss man Realist sein. Das ist wirklich so. Ne? Also, wir waren gestern beim Kunden, der hat eine neue Anlage von uns gekriegt. Und ein witziger Kerl, ein ganz, ganz lieber Kunde. Und der meinte, wir haben da noch nur ein paar Kleinigkeiten, noch Restarbeiten gemacht. Und der meinte, die Anlage ist kaputt. Spaß ist halber, ne? Selbstverständlich hat man auch ihn wirklich angehört. Und wir so, ja, damit haben wir alle das gleiche Problem. Also alle, die so eine Solaranlage auf dem Dach haben, zurzeit ist da halt nicht so viel Energie von oben, ne?
das ist halt sehr eingeschränkt, das Ganze. Tja, und von daher, ja, er wusste es, selbstverständlich, wir sind ehrliche Leute und klären unsere Kunden vorher selbstverständlich darüber auf, wie das Ganze sich verhält, so wie sich das gehört, weil Betrüger gibt es genug auf dieser Welt, wir sind es definitiv nicht. Und von daher, ja, war es von Ihnen auch definitiv auch als Scherz gemeint und alles prima. Nee, aber damit wollen Sie dann halt tatsächlich jetzt demnächst mit diesem neuen Wasserstoffkraftwerk. Es ist das erste in Deutschland, gibt keins. Und es soll halt extrem teuer sein, da Strom mit herzustellen. Sehr schön, da freuen sich bestimmt alle, nochmal ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen, um den Spaß zu bezahlen. So geil. Ist das so ehrlich? Was haben wir noch? Ja, genau. Neuwahlen stehen ja jetzt fest. Ob das jetzt alles so mit rechten Dingen zugeht? Es soll ja angeblich, oder die haben sich ja irgendwie geeinigt, auf den 23. Februar, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich gucke mal auf meinen Zettel, ja. Und da haben die sich jetzt drauf festgelegt. Aber ich habe da jetzt mal so eine blöde Frage, weil ich habe bis jetzt noch nicht gehört, dass Herr Scholzi irgendwie seine Vertrauensfrage da mal gestellt hat. Hat er das schon? Ist er? Nee, ich glaube nicht, oder? Aber die setzen sich jetzt zusammen und sagen schon einen Termin. Also ich finde das Ganze kurios. Gehen die jetzt nicht mehr den demokratischen Weg? Also warte, sind die denn überhaupt schon mal gegangen? Ich weiß nicht. Sehr, sehr merkwürdig die ganze Geschichte. Und ob das irgendwas mit Demokratie noch zu tun hat? Ja gut, das ist ja sowieso deren eigene Demokratie. Das ist ja nicht unsere. Weil unsere würde definitiv ein bisschen anders laufen. Aber es ist wirklich ein abgefahrenes Schauspiel, dass sie das jetzt so festgelegt haben. Dürfen die das überhaupt so? Ich weiß es nicht. Ich bin dann auch nicht ganz so... Ich muss mich da mal reinlesen, muss mir das mal genauer angucken, ob man das überhaupt so machen darf. Wir lassen uns mal überraschen. Und ob das so alles die Wähler wollen, ich weiß das nicht. Frage ja mal für einen Freund, oder? Merkwürdig. So, Habeck ist auch wieder ganz großes Thema. Der ist schon wieder so geil. Der ist so beliebt in allen. Also nicht nur, dass er sich als Bundeskanzler aufgestellt hat für die Grünen oder aufstellen lassen will. Er kann ja mit Deutschland nichts anfangen. Und von daher eignet er sich natürlich super als Bundeskanzler, würde ich sagen. Auch wenn er nicht wirklich irgendwie großartige Stimmen kriegt. Aber die sind mal wieder ganz weit vorne mit irgendwelchen Forderungen. Und zwar wollen die an die neuen Autos ran. Weil wir wissen ja, alle die ganzen neuen super Hightech-Wagen sind alle mit dem Internet verbunden. Ja. Und die Service-Leute und sowas können ja alle schon auf diese Daten zugreifen und gucken, ob denn Autos richtig laufen oder es wird ja dann so schön hingestellt, da wird ja schön ein Notruf-Button eingebaut, dass man dann auch immer einen Notruf senden kann. Ne? Ist total klasse. Neue Autos, total schön. Ne? Hören auch auf alles und können alles sehen, haben überall Kameras eingebaut. Und, ja. Und die liebe Regierung, tja, jetzt haltet euch fest, das ist Habecks Vorschlag, möchte gerne auf diese Daten zugreifen können. Tja, das ist mal wieder eine große Nummer, Herr Habeck, was Sie da vorhaben. Da schmeiße ich mich schon wieder weg. Also große Kontrolle. Ich weiß schon, warum ich auf ältere Fahrzeuge stehe. Also wirklich kein Schnickschnack, kein Hightech, ne? Kein großer Tamtam oder sonstiges. Das müssen meine Autos persönlich alle nicht so haben. So, oh,
Und von daher, ja, läuft das auf jeden Fall da wieder in die richtige Richtung. Jeder, der sich für ein neues Auto entscheidet, sollte sich das tatsächlich überlegen, ne, ob man das so haben möchte. Weil wenn die dann noch drauf zugreifen, na, dann können die aufs Knöpfchen drücken und sagen, nö, du fährst heute mal nirgendwo hin. Total geil. I love it. Ist das nicht cool? Wenn deine Regierung dir erzählt, dass du heute Auto fahren darfst oder nicht. Das ist doch geil, oder? So wird das dann irgendwann mal ablaufen. Du wirst nichts besitzen und glücklich sein. Ja, natürlich. Die neue Agenda ist so geil. Oder was heißt neu? Es wird ja ewig entstehen. Von daher, da gehe ich ganz fest davon aus. Aber es ist schon schön, was sie dann halt alles fordern. Damit macht sich der Habeck auf jeden Fall mal wieder richtig beliebt. Der geht ganz weit nach vorne mit dieser Meinung. Und was haben wir noch? Ich habe gar nicht so viel auf meinem Zettel hier stehen. Ich habe aber wieder mein Zettelchen da heute. Aber, ach doch, Trump haben wir auch noch. Oder Kamelhaar. Die ist auch wieder ihr Berater. Sie hat ja so einen schicken Berater. Jeder, der irgendwas von sich hält, braucht einen Berater. Das ist immer ganz geil, weil die haben ja alle keine eigene Meinung mehr. Oder wissen ja nicht Bescheid, wie was denn irgendwie läuft oder so. Also brauchen sie immer einen Berater, der ihnen dann erzählt, wie was läuft und wie was funktioniert und was sie denn machen müssen. Das finde ich immer sehr geil. Der hat sich da hingesetzt und hat gesagt, ach, das wäre doch geil, wenn Herr Biden jetzt noch zurücktritt und Frau Kamelhaar nochmal Präsidentin wird. Also die 47. Was ja eigentlich Donald Trump jetzt wäre. Das wäre es nochmal. Dann wäre Kamala tatsächlich nochmal kurz Präsidentin, bevor Trump kommt. Unvorstellbar. Mal gucken, was die dann noch irgendwie auf dusselige Idee kommt. Ich finde das gar nicht so abwegig, bin ich ganz ehrlich. Also für ein paar Tage kann sie es ja dann nochmal machen. Und wie gesagt, ich finde das gar nicht so abwegig, bin ich ganz ehrlich. So, weil Herr Biden, hier Sleepy Joe, der kriegt ja eh nichts mehr gebacken. So, und dann kann man ja nochmal für ein paar Tage die Kamelhaar da hinsetzen, dass die irgendwie nochmal ein paar Gesetze irgendwie da durchboxt. Und Herrn Trump nochmal das Leben ein bisschen schwerer macht. Das wäre ja nochmal eine ganz große Geschichte. Da lassen wir uns mal überraschen, ob das tatsächlich eintritt. Wo ich das gelesen habe, du alter Verwalter. Ja. Großes Kino. Überall, man sieht es tatsächlich überall. Ne? Also von daher großartig. Es gibt wieder 1000 Themen. Ja, was ich noch gelesen habe, das ist auch abgefahren. Hier irgend so ein Verfassungsschutzler. Ich glaube, Thüringen war das. Oh, ich bin mir da jetzt nicht sicher. Nagelt mich bitte nicht drauf fest. Aber der hat, war das Thüringen oder Sachsen? Wie auch immer, ist auch egal. Ne? Aber der will tatsächlich nochmal in die Politik einsteigen. Ja, hat der nicht irgendwie auf einmal ein Parteibuch? Verfassungsschutzrichter, irgendwie Oberster Heini. Der muss da jetzt in Rente und ja, der will noch mal kurz in die Politik einsteigen. So geil, ja. Also auch der war wirklich immer unabhängig. War das SPD? Scheiße, ich weiß das nicht. Ich bin da nur, das ist manchmal so dieses, wenn ich mir das, die Überschrift durchlese. Ich lese mir nur die Überschrift durch. Und für mich ist das Thema dann eigentlich schon wieder erledigt, weil das ist schon wieder so lächerlich und es wird wieder so gezeigt, aber deswegen, ich lese mir den Bericht dann immer nicht so wirklich durch, weil es ist einfach nur zum Schießen, was sie hier schon wieder alles versuchen, großes Kino, wen es interessiert, kann bestimmt nachgoogeln, da gibt es bestimmt wieder 20.000 Berichte darüber. Bild, Frankfurter, wie auch immer, Welt, und habt ihr nicht gesehen. Also von daher, wen es interessiert, welcher Verfassungsschutzler, Verfassungsschutzrichter da sich nochmal
Posten ergattern möchte für ein bisschen und noch mal ein bisschen Kohle einheimen müsste. Guckt selber nach. Ich habe es nur so nebenbei mal überflogen. Ja, und ja. Das war's, glaube ich, für heute. Ich glaube ja. Gibt sowieso tausend Sachen. Ich könnte hier stundenlang quatschen. Ha! Wir wollen es nicht so lang machen. Mit 15 Minuten sind wir auch schon wieder gut dabei. Und von daher. Love, Peace and Happiness. Wir sehen uns morgen. Macht nicht so dolle. Und wenn laut und kräftig. Und lasst euch da draußen nicht verarschen. Bleibt doch in eurer Mitte, bleibt in eurer Ruhe. Es muss alles so geschehen. Es muss den Menschen gezeigt werden. Und von daher, dass wir hier in den größten Kasperle-Theater leben, das es überhaupt gibt. Und von daher, ne? Was soll ich sagen? Haut rein. Bis morgen. Love, Peace and Happiness. Ciao, ciao.